Ein Video von einem Brutalopolizist in Amerika hat gelangt, um die ganze Welt in einen Rassismuswahnsinn zu treiben. Sogar die Schweiz steht am Rassismuspranger. Sind wir eigentlich nicht mehr ganz backen? Hören Sie dazu meinen Kommentar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen nach einer Sessionspause zu der heutigen Ausgabe in den Sümpfen von Bern. Sie erinnern sich, am 25. Mai ist der 46-jährige George Floyd von einem brutalen Polizist getötet worden. Auch wenn das Opfer mehrmals im Gefängnis war, einmal 5 Jahre wegen einem brutal bewaffneten Raubüberfall auf eine schwangere Frau, ist die Polizeigewalt durch nichts zu rechtfertigen. Zu rechtfertigen ist aber ebenso wenig, was aus dem Vorfall gemacht worden ist. Proteste in den USA sind schnell ausgeartet in Gewalttaten. Es sind unter anderem mehrere Polizisten verschossen bzw. angeschossen worden. Brandstiftungen, Zerstörung von Geschäften und Plünderungen. Auch Läden mit der Schweizer Uhrenmarke Rolex sind ausgeplündert worden. Es ist diesen Protestlern überhaupt nicht um die Sache gegangen, sondern darum, Verbrechen zu begehen. Gegen Eigentum und gegen Leib und Leben. Auch bei uns ist es trotz Corona-Verbot zu Massendemos von Tausenden gekommen. Die Polizei hat gegen das illegale Treiben nicht eingegriffen, sondern alles geduldet. Und hat in Einzelfällen sogar noch solidarisiert. Wenn unsere Ordnungshüter anfangen, sich mit politischen Anliegen gegen aussen zu identifizieren, ist das Sende von ihrer Glaubwürdigkeit als Garantin von der öffentlichen Ordnung. Übrigens, Gewerbler und Wirt haben sich gleichzeitig millimetergenau müssen an Corona-Abstandsregeln und an Personenbeschränkungen halten, während ein paar Tausend Demonstranten durch die Strassen gezogen sind. Weil in der Schweiz Rassismus für die Schweizer kein Thema ist, ich rede nicht von Vertretern von nicht integrierbaren Zuwanderern, wird man jetzt Polizendungen am Fernsehen zensurieren und sogar der Alfred Escher vom Denkmal vor dem Zürcher Hauptbahnhof stürzen. Und warum das? Weil ein Onkel von ihm scheinbar mit Sklavenplantagen reich geworden sei. Meine Damen und Herren, so gross kann der Rassismus in der Schweiz nicht sein. Das beweist nur schon die Tatsache, dass die Schweiz zu den Ländern gehört, wo die meisten Asylanträge weltweit Jahr für Jahr pro Kopf hat. Wenn wir so ein schlimmes, rassistisches Land wären, warum kommen denn Tausende von Afrikanern jedes Jahr in die Schweiz und wollen für immer hier bleiben? Zum Schluss noch ein Video zum Thema. Selbstverständlich sind auch unsere Staatskomiker vom Rassismuswahn angesteckt. Der Victor Giacobbo, der früher das Gesicht braun angestrichen hat, um den Inder Ratschiff zu spielen, sagt heute, er würde die Figur nicht mehr zeigen. Schauen wir also noch schnell den Ratschiff, solange wir noch dürfen schauen. Könnte es denn sein, dass ich zum Beispiel auch so eine Inkarnation bin? Yes, of course, my friend. You are the reincarnation of a very famous Bollywood movie star. Yes, very famous, very successful and a lot of women. Yeah. Oh, weil ich jetzt in einem für jüngeren Leben einen unerkannt hohen für Jungen verschleiss hatte, bin ich im jetzigen Leben ein auf der Schattenseite. Looking for a woman? I can introduce you to the reincarnation of Marilyn Monroe. Oh, wo ist sie? Oh, she's not here. She's on the Burrowhof. Yes, she's a cow now. Yeah. It's very, very nice breast, very big heute. You want to suck a little milkshake? Das heisst, für sie bekommt sie nicht nur eine Arbeitslosenunterstützung, sondern auch noch die Jagdzahlung. Yes, but the cow has to be a citizen of the European Union. Aber sind wir wieder gleich weit wie am Anfang. Ja, gehört, ihr habt noch eine Schwester. Yes, you want to fuck her?
Das war es zum Thema Schweiz und Rassismus. Ich wünsche Ihnen trotz allem eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Machen Sie gut und bleiben Sie gesund.